Herr Sprecher von den Grünen. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Kinderkommission als Gremium, das für die Grundrechte von Kindern einsteht, finde ich eine gute Sache und finde es wichtig, dass der Bayerische Landtag hier wieder eine einsetzt. Meine Erwartung an diese Tätigkeit der Kommission, ich habe den Ausführungen gelauscht, ich habe aber auch die Protokolle der letzten Legislaturperiode gelesen, ein bisschen Vorbereitung muss sein, habe ich mir gedacht. Also meine Erwartung ist zum einen, dass wir eine parteiübergreifende Zusammenarbeit der demokratischen Fraktionen hierin haben. Ich komme ja von der kommunalen Ebene, es ist ja gerade schon mal ein bisschen angeklungen und da ist ja die parteiübergreifende Zusammenarbeit in einem Stadtratsgremium ohnehin Usus und finde ich wichtig. Und ich möchte eigentlich nur ein Schwerpunktthema ansprechen, wo ich glaube, dass es notwendig ist, und zwar ein bisschen anknüpfend an die Debatte von letzter Woche hierin im Hohen Haus. Ich möchte das Thema der zunehmenden Kindeswohlgefährdung bei uns in Bayern ansprechen, wo wir schon eine nicht zu unterschätzende der Anzahl immer wieder haben, sei es körperlicher Missbrauch, sexuelle Gewalt, sei es aber auch Vernachlässigung oder subtilere Formen von seelischer Gewalt. Ich glaube, das wäre eine gute Aufgabe für die Kinderkommission, da wirklich einmal ganz genau hinzuschauen, sich auch zu überlegen, welche Präventionsmaßnahmen haben wir bisher, wie laufen die, wie wirksam sind die. Dann ist eine ganz entscheidende Frage, wie kommen Kinder und Jugendliche, die in dieser Situation sind, wie kommen die möglichst schnell erkennen und wahrnehmen. Das glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich, wie können wir insgesamt die Fallzahlen an der Stelle wieder reduzieren. Das wäre für mich ein wichtiges Thema in der Kinderkommission. Ich glaube, ein anderes wichtiges Thema auch nur der ganze Bereich Kinderarmut in seinen Facetten. Wie gesagt, ich erwarte mir eigentlich, dass wir eine tiefgründige Arbeit haben. Dafür gibt es ja auch die schon sehr vielen Sitzungen, die Kinderkommission hat. Das ist ja ein fleißiges Gremium. Und daher ist dann auch umso wichtiger, dass heute setzen wir nur den Grundstein und richten wieder ein, aber es muss ja auch was rauskommen. Ne? Also das ist schon ganz entscheidend, dass wir dann auch einen Output haben, den wir hierin im Plenum wieder diskutieren können. Ich fände es gut, wenn die Kinderkommission ein Antragsrecht auch hätte und hier eigene Initiativen in den Landtag einbringt. Ich fände es gut, wenn die Kinderkommission auch bei Ausschüssen, wenn ein Ausschuss was diskutiert, was für die Kinderrechte auch relevant ist, dass die Kinderkommission das sich auch dazu äußert oder mal gehört wird dazu, fände ich gut. Und insofern, ich wünsche mir einfach für diese Kommission, da steckt ein Haufen Zeit und ein Haufen Arbeit drin und dass dann auch wirklich was rauskommt, was Substanzielles rauskommt, das ist das, was ich mir auch hoffe und erwarte. Was ja noch so ein bisschen eine Besonderheit ist, der Staatsminister Füracker hat ja mein Alter vorher angesprochen. Ich weiß nicht, ob das die Besonderheit ist, aber ich bin, das wurde ich heute darauf hingewiesen, offenbar der erste Mann in der Kinderkommission und da wir ja die Partei der Gleichberechtigung sind, da ich sagen, höchste Zeit. Also Politik für die Belange von Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist eine wichtige Aufgabe, völlig unabhängig von Geschlechterrollen. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir irgendwann dazu kommen, dass wir da gar nicht mehr groß darüber reden, welches Geschlecht wer hat, sondern wir automatisch überall halbe haben. Das war eigentlich am besten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Frau Vorsitzende. Als stellvertretender Vorsitzender, ich hoffe, ich kann an die gute Zusammenarbeit mit der Doris Rauscher hier anknüpfen und bestimmt und freue mich, dass ich da mit dabei sein darf und begrüße das, dass wir heute die Kinderkommission einsetzen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich, Herr Abgeordneter Becher. Ich darf als nächstes aufrufen die Frau Kollegin Gabi Schmidt von den Freien Wählern.